dieses Album ist unser magischer Zusammenschluss dieser Band. Ist das 1x1 dieser Band derzeit. Das passt doch ganz gut. Wir haben Dinge auf dem Album aufgenommen, die hätten wir uns sonst nicht getraut. Sowohl was die Texte als auch was die Kompositionen angeht, eine deutlichere Sprache entwickelt. Wir haben ein bisschen mehr Stellung zu aktuellen Themen genommen. Das hatten wir bisher eher so durch die Blume. Und jetzt bekennen wir Farbe und sagen, das finden wir nicht gut. Alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, sei es jetzt im Leben, sei es mit der Band, wo wir gerade sind oder wohin die Reise auch geht. Mehr rockige Gitarren, mehr melodische Dudelsäcke, super geile Gesänge, tolle Grooves und Rhythmen und. Von ruhig zerbrechlich bis hart zerstörend. Das alles zusammengemischt ist halt eine ganz, ganz große Bandbreite. Die Mischung aus der Energie des letzten Albums und der Vielfältigkeit des vorletzten Albums. Also die Energie aus der Sturm aufs Paradies gekoppelt mit der Vielfältigkeit der Windsät. Es ist alles unterschiedlich, es ist alles von einer eigenen Qualität. Und ich glaube, das ist rein vom Hören her der besondere Moment für mich. Es sind so viele Facetten auf diesem Album. Ich denke, das Besondere an dem Album ist tatsächlich, dass noch nie so viele Spielleute so aktiv und so akribisch und so lang an diesem Album mitgearbeitet haben wie beim Schwarzen 1x1. Wir finden Mittel und Wege, Dinge noch deutlicher oder noch geradliniger raus auszudrücken. Und ich glaube, das ist mit uns mit diesem Album sehr gelungen. Und schon allein das macht es zu etwas Besonderem. Der Unterschied zum Vorgängeralbum ist, denke ich, der, dass noch deutlicher klar wird, wie wir Bezug auf aktuelle Themen nehmen. Und es war ganz schön schwer, die Latte, die wir mit Sturm aufs Paradies aufgelegt haben, nochmal zu überspringen. Der Unterschied zur Sturm ist, denke ich, dass wir tatsächlich noch einfach erwachsener geworden sind, dass wir uns auch von der ein oder anderen Wunsch oder der ein oder anderen Anforderung an das Album ganz bewusst frei gemacht haben. Es sind Sachen drauf, an die sich der ein oder andere Saltatio-Fan vielleicht noch gewöhnen muss. Richtig harte Passagen. Es sind aber auch unglaublich melodische Sachen drauf. Wir haben uns stärker auf das konzentriert, was wir eigentlich sagen wollen mit einem Album oder mit Songs. Und das haben wir genau gemacht. Und Einflussnahme von außen war eine Menge. Drauf gehört haben wir so gut wie überhaupt nicht. Und das bedeutet einfach, dass das, was dort auf dem Album ist, ist genau so drauf, weil wir wollten, dass es drauf ist. Und das ist schon was Einzigartiges heutzutage. Früher war alles besser, da war ein Buch noch aus Papier. Wichtig war uns dieses Mal, dass die Songs, die wir schreiben, auf dem Punkt sind, dass es keine Kompromisse bei den Songs gibt, sondern dass sie einfach genau so sind, wie wir sie haben wollen. Ich glaube, das einzige Ziel bei der CD war, dass sie noch geiler werden muss als die letzte. Ich habe etwas munkeln hören, dass es eine Bilderedition gibt, bei der ein gerahmtes Bild quasi ein Hauptteil dieser Edition sein wird. Wir werden wieder Pianos haben. Wir werden eine Version haben, wo eine DVD mit dabei sein wird, mit einem sehr, sehr geilen, sehr tollen Konzertmitschnitt von uns. Also alles Mögliche. Wir werden unglaublich viel Bonusmaterial noch generieren dafür, sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Und vielleicht finden wir noch das eine oder andere, was wir unbedingt mit auf die CD, DVD packen wollen. Die sind natürlich streng limitiert und lohnen sich auf jeden Fall, gekauft zu werden.